Davor habe ich überhaupt keine Sorge. Und dann sollen sie mich eben ins Gefängnis schicken. Genauso wenig, wie ich, was weiß ich, einem hungrigen Menschen einfach nur sagen kann, Jesus liebt dich und man schickt ihn weg, sondern man ihm natürlich dann auch was zu essen gibt. So ist es auch in diesem Bereich so, wenn ich sehe, jemand ist in Lebensgefahr, ich würde mich vollkommen unglaubwürdig machen, wenn ich dann nicht auch tätig würde. Hier haben wir also jetzt hier Schlafräume, wo dann unsere Kirchenasylanten dann eben entsprechend auch übernachten können. Das hier ist eben ein Raum mit einer Teeküche und hier ist so der kleine Gemeinschaftsraum, so eine Art von Wohnzimmer von den Kirchenasylanten. Wie viel kostet die Wohnung? Wie ist die Wohnung? Wie ist die Wohnung? من در ایران اصلا اجازه نداشتم که بتونم درباره مسیحیت تحقیق کنم چون با این اتفاق اگر میافتاد منو میکشتن و کاملا زندانی میکردن و آزار و اذیت هم میکردن. احساس خیلی خوبی دارم به امتحان قصد تعمید و دوباره متولد میشم به کمک خداوند عیسی مسیح میتونم یه زندگی جاودان داشته باشم. انجیل یک شنبه بعد مخصوصا در مورد این است که در چند نفر بیشتر چند نفر کمتر ولی. Das habe ich gerade letzte Woche gelesen in einem Anhörungsprotokoll. Da sagte der Entscheider zum Schluss, Sie sagen, dass Sie an ein ewiges Leben glauben. Dann sollte es für Sie kein Problem sein, wenn Sie in den Iran zurückgehen werden und tatsächlich zur Todesstrafe verurteilt werden. Denn so werden Sie ein ewiges Leben bekommen, was Sie auch bestreben. Sowas lesen wir Woche für Woche.